Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Testvideo hier auf dem Atzenberger Online-Kanal. Wie immer freue ich mich, dass ihr auch diesmal wieder am Start seid und bei mir zuschaut, denn heute gibt es das hier bei mir. Wir testen die Chocbar Hazelnut von der Firma Vegans oder Vegans. Wir haben einen Bio-Haselnuss-Creme-Riegel mit ganzen Haselnusskernen überzogen mit Schokoladenkuvertüre. Das Ganze ist glutenfrei und für Veganer geeignet. Wir haben einen 40-Gramm-Riegel, bezahlt habe ich dafür 1,49 Euro und gekauft habe ich ihn bei World of Sweets. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen auch sofort an, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist und bleibt natürlich der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und raus damit. So, hier ist unser Riegelchen. Okay, ich lege ihn wie immer ein wenig anders hin und dann geht's los. Und weiter geht's. Der Riegel liegt samt Verpackung hier auf dem Testteller. Ich werde ihn jetzt anschneiden und dann probieren wir ihn. Vorher werden wir natürlich nochmal reinschauen. So, da haben wir ihn zerteilt. Wir schauen hinein. So schaut er von innen aus. Ja, interessant würde ich sagen. Ja, man kann auf jeden Fall schon gut die Haselnusscreme erkennen. Und die Haselnusskerne. Alles klar, dann probieren wir ihn jetzt mal. Also er riecht auf jeden Fall schon schön schokoladig. Gut, ich beiß mal rein. Mhm. Super. Also die Haselnusscreme in der Mitte, die ist ganz weich. Schmeckt auch schön intensiv nach Haselnüssen. Und dazu diese Kerne, die noch da drin sind. Und natürlich die leckere Schokoladenkuvertüre, die da außen rum ist. Mhm. Aber es schmeckt richtig gut. Auch hier wieder nicht zu süß das Ganze. Richtig schön geschmacksintensiv und diese Haselnusscreme, die zergeht wirklich im Mund. Total zart schmelzend. Also richtig lecker auf jeden Fall. Bin ich ganz ehrlich, habe ich mir nicht so lecker vorgestellt, aber schmeckt wirklich verdammt gut. Kann man jetzt auch mit keinem anderen Riegel vergleichen, den ich jetzt kenne. Also wirklich mal so ein bisschen was Besonderes, sage ich jetzt einfach mal. Also ich finde den wirklich sehr, sehr gut. Ich zeige euch jetzt nochmal die Verpackung von der Rückseite mit den Zutaten und den Nährwerten. Das kann man allerdings relativ schlecht lesen, weil das ja irgendwie so komisch verteilt ist hier vom Aufdruck her. Wenn nicht, müsst ihr selber vielleicht nochmal auf der Herstellerseite gucken. Ich vergebe den Doppeldaumen nach oben für diesen super leckeren veganen Riegel. Ja, für den Dreifachdaumen hat es leider nicht ganz gereicht. Ja, dafür ist er dann auch ein bisschen teuer. 40 Gramm, 1,49 Euro. Ja, aber trotzdem geschmacksmäßig wirklich sehr, sehr gut. Ich kann ihn euch empfehlen. Ich würde ihn mir auch jederzeit nochmal kaufen. Wie gesagt, ich finde ihn wirklich sehr, sehr lecker. Schön haselnussig. Also, der hält genau das, was er verspricht, was auch auf der Verpackung draufsteht. Richtig gut, definitiv. Ihr könnt mir natürlich gerne was dazu in die Kommentare schreiben. Vielleicht kennt ihr den Riegel schon, vielleicht habt ihr ihn selbst schon gegessen. Wie immer gilt natürlich, ich lese alle Kommentare und antworte darauf und freue mich so über jegliches Feedback zu meinen Videos. Gut, das war's schon wieder für heute mit meinem kleinen Test. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Und natürlich auch morgen wieder bei mir reinschalten. Morgen gibt es schon das nächste Video beim Atzenberger. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder am Start wärt. Gut, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video, sagt euer Atzenberger.